In diesem Film möchten wir Ihnen die sogenannte einladende Körperhaltung, die bestimmende Körperhaltung und auch die dazugehörigen Stimmen zeigen. Was verstehen wir unter nonverbal? Nonverbal ist unsere Gestik, unsere Mimik, unsere Körperhaltung, die auch durch Sammy Molko bekannt ist, die Körperbewegung. Und wie ich meinen Körper halte und bewege, hat einen starken Einfluss auf meine Stimme. Es gibt zwar verschiedene Körperhaltungen und Stimmen, die wir Ihnen hier zeigen werden. Bewege ich meinen Körper viel, hat das einen Einfluss auf meine Stimme. Und meine Botschaft wirkt einladend. Passen Sie gut dabei auf. Bei der bestimmenden Stimme sind die Füße parallel zueinander. Das Gewicht ist auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt. Der Körper ist gerade und still. Und auch der Kopf bleibt still. Dadurch wird die Stimme eintönig und monoton. Wenn dazu die Stimme am Ende einer Aussage hinuntergeht, wie bei einem Befehl: Guten Tag, es freut mich, hier zu sein. Wirkt es bestimmend und abhängig von der Situation, in der man sich befindet, glaubwürdig. Bitte, keine Fragen mehr. Das ist die Stimme, die wir einsetzen, wenn wir uns durchsetzen wollen. Zum Beispiel, wenn ich die Aufmerksamkeit der Klasse gewinnen möchte. Bitte gut zuhören. Bei Anweisungen oder sonstigen Angaben würde die Schule gut aufpassen sollen. Bitte nehmt jetzt Füllfeder und beginnt zu schreiben. Oder wenn ich einen Schüler zurechtweise oder diszipliniere. Es reicht. Bei der einladenden Stimme ist die Position der Füße egal. Männer und manche Frauen stehen mit den Füßen parallel zueinander. Viele Frauen stehen in der sogenannten Cindy Crawford Pose. Oder sie verlagern das Gewicht entweder nach rechts oder nach links. Der Körper bewegt sich rhythmisch und der Kopf bewegt sich auf und ab. Diese Körper- und Kopfbewegung wirkt sich auf die Stimme aus. Sie geht auf und ab und wirkt melodisch und geht meist am Ende der Aussage hinauf, wie bei einer Frage. Dadurch wirkt die Stimme einladend. Gibt es Fragen dazu? Und wenn man von Haus aus diese Stimme hat, wie es oft bei Lehrkräften der Fall ist, antworten die Schüler, ob sie eine Frage gestellt haben oder nicht. Das ist die kommunikative Stimme. Wir setzen sie ein, wenn wir wollen, dass die Schüler mitreden oder antworten. Wer weiß die Antwort auf diese Frage? Ich bin eure neue Englischlehrerin und ab jetzt werden wir nur noch Englisch sprechen. Wer meldet sich freiwillig? Das Ziel ist es, kongruent zu sein. Wenn ich kongruent bin, stimmen meine Worte und meine nonverbalen Botschaften überein. Wir haben hier ein Problem. Reden wir drüber. Wenn Sie nicht übereinstimmen... Wir haben hier ein Problem. Reden wir drüber. Ist die nonverbale Botschaft immer stärker? Deswegen, wenn Sie sich manchmal ärgern, weil Schüler das Gegenteil von dem tun, was Sie ihnen sagen, überprüfen Sie, ob Ihre Worte und Ihre nonverbale Botschaften übereinstimmen. Inkongruenz ist eine der häufigsten Problemquellen im Klassenzimmer.
So, das wäre es für heute. Danke für das Zuschauen. Sie sind immer noch da. Ich glaube, Sie haben nicht verstanden. Ah. Meinst du vielleicht, wir waren inkongruent? Das kann sein. Probieren wir es einmal anders, wie in den Nachrichten.